Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners beim dritten Festival Deutsche Whiskys gemeinsam mit Max Berthold von Weiermann. Okay, Max, sehr gut. Wir kennen uns, glaube ich, kaum bisher. Das ist sehr gut. Schön, genau, dass ich genau. dich vor der Kamera hier zehren darf. Immer gerne. Du bist, glaube ich, Experte für Malz. Kann man das so sagen? So kann man das sagen, genau. Wie wird man Experte für Malz? Indem man Brauer und Melzer ist ja. und ein Studium in Weinstephan macht und dann natürlich für den Weltmarktführer in Bamberg arbeitet, für Weiermann Malz. Ja, das sind gute Voraussetzungen dafür. Nur Malz heißt denn dort gemälzte Gerste für mich, ja? Hauptsächlich ja, richtig. Genau. Und du hast vor mir 9 verschiedene Sorten von Malz. Genau, einen kleinen Einblick in unser Portfolio. Ja, bitte. Wir haben über 80 verschiedene Malze okay. im Angebot. Wow. Und so ein paar spezielle habe ich für heute mit rausgepickt. Genau. Also wenn ich darf, diesen Tafel zeigen. Gerne, gerne. Hiermit bin ich in meiner Whisky-Serie, in meiner Whisky-Karriere nicht groß geworden, aber wo ich sage, okay, jetzt habe ich Malz halbwegs verstanden. Ja? Also halbwegs. Du natürlich 1000-mal mehr als ich. Aber einfach mal, die verschiedenen Farben haben schon etwas und dann, du wirst ein bisschen was erklären, ja? Mach ich gerne. Malz. Was ist Pilsener Malz? Pilsener Malz ist an sich ein, ja, das Basismalz, ein sehr hell abgedartes, also getrocknetes Malz. Fürs Verständnis an sich, Malz ist ja gekeimte Gerste in der Regel, die dann nach dem Keimungsprozess getrocknet wird, haltbar gemacht wird und durch das Trocknen werden dann auch die Prozesse im Malz gestoppt, die während der Keimung ablaufen. Gut, also ich versuche das für mich nochmal zu wiederholen. Also von der Failed kommt es erstmal, hat einen gewissen Trocknungsgrad schon, wird ein genau. bisschen weiter getrocknet, damit es lagerfähig wird, yep. bis wir es brauchen. Und dann bevor wir es brauchen, muss gemälzt werden. Ein genau. Melzen ist ein Prozess, wo wir ein bisschen, ich sage immer mit meinen Worten, diese Gerstenkörner vorgaukeln, es ist Frühling. Genau, also wir gaukeln dem Korn ja vor, es darf jetzt wachsen, genau, es darf eine Pflanze Frühling werden. Jetzt, ja, oder, ja, genau, wo wir geben Wärme, wir geben Feuchtigkeit dazu genau, und dann genau. sagt er, oh, ich kann keimen. Genau. Aber wir wollen keine Pflanzen, wir wollen nur mehr Zucker und weniger Stärke, ja? Richtig, genau. Deswegen melzen wir und bei der Keimung werden Enzyme aktiviert und gebildet, die eben vor allem die Stärke in Malzzucker umwandeln. Genau. Ja. Sehr, sehr gut. Genau. Und dann, um das zu unterbinden, braucht man Wärme wieder dazu fügen. Richtig. Also nicht Wärme, sondern Hitze im Grunde. Und man kann wie beim Toasten ein bisschen sehr viel toasten. Kann man. Oder ganz leicht toasten. Und Pilsner ist ziemlich leicht getoastet, oder? Genau, also da spricht man an sich nicht von Toasten, das ist wirklich... mein symbolischer Begriff hier, ja? Genau, das ist wirklich sanft getrocknet. Genau, getrocknet, Entschuldigung, sanft getrocknet. Man will so gut wie keine Zufärbung haben, deswegen geht man mit den Temperaturen möglichst tief rein und hat etwas längere Zeit für den Trocknungsprozess. Ja. Dadurch bildet sich aber eben wenig Farbe, aber im Umkehrschluss auch weniger Aroma, okay. als jetzt bei intensiv gerösteten Malzen zum Beispiel. Genau, sehr, sehr gut. Pilsner hat vielleicht etwas mit dem Bier zu tun, oder? Ja, hauptsächlich. Also der Name Pilsner Malz kommt vom Pilsner Bierstil, der ja auch relativ hell ist. Ja. Nicht zu stark malzig im Geschmack. Mhm. Und genau, das ist eigentlich das Basismalz zum Bierbrauen. Und auch manchmal zur Whisky-Herstellung. Und auch zur Whisky-Herstellung. Wobei wir speziell für den Whisky ja auch unser Brennereimalz haben, das enzymatisch noch aktiver ist als das Pilsener Malz und dadurch eben noch höhere Ausbeuten ermöglicht beim Brennen. Okay, hast du dieses Spezialmalz oder was ist das mit der Enzymen da drin? Also das Brennereim-Gerstenmalz ist optisch identisch zum Pilsener Malz. Im Herstellungsverfahren, gerade im Keimungsprozess, ist es eben ein bisschen anders. Okay. Dadurch haben wir eine höhere Enzymkraft ja. und die Enzyme sind eben ausschlaggebend. Woher kommt diese Kraft? Ist es denn von der Gerstesorte, ist es von der Trocknung, ist es von der Prozess, die ihr benutzt, also Betriebsgeheimnisse? Es spielt im Endeffekt ja so gut wie alles mit rein. Ja. Also wir achten eben bei der Sortenauswahl und beim Herstellungsprozess eben, dass diese Enzymkraft dass wir da das Maximale rausholen eben. Gut, gut. Und dadurch eben der Brenner die bestmögliche Ausbeute erzielen kann. Okay, sehr gut. Also in Schottland gibt es verschiedene Gerstenmalzsorten, die wir gerne benutzen. Auf jeden Fall. Gerstensorten dann da, Concerto und wie sie alles so heißen.
Gibt es das in Deutschland auch schon oder sind die Namen ein bisschen anders? Es gibt immer wieder neue Gerstensorten. Ja. Die eine oder andere verschwindet auch über die Jahre. Wir bei Weiermanns sind auch großer Fan von alten Gerstensorten. Wir haben in unserem Portfolio verschiedene Gersten, die wir dann auch speziell vermelzen und haben auch Terroir-Malze. Okay. Also da haben wir uns ein bisschen spezialisiert drauf, um einfach zu zeigen, dass Gerste nicht gleich Gerste ist. Mhm. Zum einen spielt die Sorte eine Rolle und zum anderen auch die Herkunft. Also der Boden, auf dem die Gerste wächst oder in dem die Gerste wächst, ist nochmal ausschlaggebend fürs Aroma. Okay. Waterford in Irland sagt dir wahrscheinlich etwas, die Brennerei, und die arbeiten sehr stark in diese Richtung und so, und ihr seid ebenbürtig oder sogar noch intensiver dabei. Wir beschäftigen uns auf jeden Fall mit dem Thema, sehr intensiv. Sehr, sehr gut. Wenn ich das hier anschaue jetzt hier, dann haben wir auch unsere Vienna, München, Pale Wheat, Dark Wheat, Malz, Rye Malz. Das heißt, ihr habt nicht nur Gerste da. Genau, das habe ich anfangs schon versucht zu sagen, dass hauptsächlich natürlich Gerste vermelzt wird, wir aber auch andere Getreide vermelzen. Ja. Bei Weiermann neben Gerste eben Weizen, Dinkel und Roggen. Sehr, sehr, sehr schön. Ich habe in Schottland wird man immer wieder auf Malzboden hingewiesen. Ich habe schon in Beaumont diesen Schlitten hinten mir hergezogen, um dann einfach mal umzudrehen und dafür zu sorgen, dass es nicht so eine Matte wird da zusammen. Woanders werden dann mit großen, ich sag mal, Wäschetrocknern dann dort getrocknet. Ich habe neulich in Indien gesehen, wo der Boden wirklich wie eine große Halle war, wo sie dann dort 60 Tonnen auf einmal drauflegen können und das so machen können. Wie trocknet ihr? Habt ihr auch verschiedene Anlagen denn da? In Bamberg melzen wir mit Saladin-Keimkästen. Also wir haben da im Keimhaufen auch Wender, die zweimal am Tag den Haufen wenden, um einfach ein homogenes Malz zu bekommen. Ja. Dass im Haufen überall die gleiche Temperatur herrscht, überall die gleiche Feuchtigkeit ist. Wir haben aber auch Tannenmalze, die wir nicht in Bamberg produzieren, sondern mit einer Partnermelzerei in Böhmen. Okay, also klassische böhmische Tannenmalze. Ja. Du hast es gerade schon beschrieben, es wird dann eben in ca. 20-30 cm Schicht auf einem großen Steinboden ausgebreitet und dort dann auch noch von Hand gewendet. Das ist die klassische Methode. Ja, Und das gibt aromatisch natürlich nochmal ein ganz anderes Malz. Mhm. Dadurch ist das Ganze natürlich auch nicht so homogen wie jetzt im Keimkasten bei uns. Ja. Aber das macht auch den Charme aus und den einzigartigen Charakter beim Malz. Ja. Genau. So, diese Keimkasten, diese Saladin, was sind die Mengen dabei? Was könnt ihr das auf einmal machen? Also wir machen circa 60 Tonnen pro Keimkosten. Ja, genau. Genau. Weil die deutsche Brennereien brauchen ein bisschen was, aber die brauchen nicht 600 Tonnen pro Woche. Das kommt ganz auf die Brennerei oder auf die Brauerei drauf an, genau. Mhm. Und bei uns ist natürlich die Besonderheit, nach der Keimung können wir entweder auf die Darre gehen, also wo das Malz dann eben durch Heißluftstrom getrocknet wird, ausgebreitet wird und getrocknet wird, oder wir gehen eben in die Röst- und Karamellisierungstrommel und stellen da eben unsere Spezialmalze her. So, vor allem ein bisschen hier dunkler ist das, ja? Vor allem die Karamellmalze. Die sieht man jetzt zum Beispiel mit Karahell und Karamünch. Ja. Optisch sieht man es vielleicht nicht ganz so gut jetzt in der Kamera. Doch, ein bisschen. Okay. Aber wenn wir dann mal Richtung Röstmalze gehen, dann sieht man es auf jeden Fall. Ja. Da werden sie dann richtig dunkel, werden dann auch geröstet und man hat dann auch Aromen von Schokolade, Kaffee in die Richtung. Ihr erstellt für fast jede Brennerei, wer möchte, eine eigene Malzmischung. Genau, das machen wir auch. Gut, gut. Wie geht das? Kriege ich dann einfach 20 verschiedene Sachen zugeschickt und darf ich mal probieren? Oder woher weiß ich, wie mein Whisky schmecken wird denn daraus? Wir haben natürlich die Kompetenz und die Beratung. Wir haben eine eigene Destille vor Ort. Ja. Wir probieren selber verschiedene Whiskys oder verschiedene Brände mit unseren Malzen aus. Haben da eben auch die langjährige Erfahrung und können dann natürlich die Kunden auch dementsprechend beraten. Okay. Wenn der Kunde zu uns kommt und sagt, ich möchte einen Whisky in die und die Richtung kreieren, wir da die Expertise und können sagen, okay, dann starten wir mit den und den Malzen, eventuell in den Anteilen und dann können wir dann natürlich auch Richtung Fassmanagement auch noch Hinweise geben. Super, sehr, sehr schön.
Ich habe euer Säcke schon oft in Amerika gesehen. Das ist schön. Also bei verschiedenen Brennereien, die haben Bayermann, wo ich denke, wow, super. Ja. Nicht oft in Schottland, allerdings da habt ihr andere Partner, glaube ich, die das so machen. Und da geht es sehr stark weniger um Geschmack, sage ich bei Single Malt Scotch. Wer mich kennt, weiß, dass ich die Überzeugung bin, da geht es um Ertrag. Da ja. Ausschließlich. Vor allem, ja. Vor allem. Nachher Fassmanagement ein bisschen, aber bei der Gerste Ertrag ist da. War darum, wo es geht. Also, was macht deutsche Whisky so anders, in deiner Meinung, jetzt hier? Na, man kann Schotten und deutsche Whiskys nicht direkt vergleichen. Ja. Ich meine, die Schotten sind uns viele Jahre voraus, das ist unbestritten. Ja. Die ältesten schottischen Whiskys sind weit weg von den deutschen ältesten Whiskys. Und die Deutschen sind später ins Whisky-Geschäft eingestiegen oder in die Produktion eingestiegen und wollen natürlich auch schneller Produkte auf den Markt bringen als jetzt die Schotten. Die Schotten haben viel Zeit, können eben viel übers Fassmanagement machen. Auch das Klima zum Teil, ja. Das natürlich kommt noch dazu. Ja. Und deswegen sind wir bei Weiermann eben der Überzeugung, dass man mit der Malzschüttung schon sehr viel Grundaromatik in die Whiskys bringen kann und dadurch natürlich auch die Zeit im Fass dementsprechend verkürzen kann. Ja. Okay. Also bei uns ist ca. 50% ausschlaggebend durch die Malzschüttung und 50% kommt dann über das Fassmanagement. Ja. Okay. Und so kann man einen dreijährigen Whisky auch schon auf den Markt bringen, der wirklich eine gute, runde Aromatik hat. Ja, okay. Sehr, sehr, sehr gut. So, manchmal, das bin ich jetzt hier nur, finde ich, dass die deutschen Whiskys zu viel Röstaromen haben. Okay. Genau. Das ist Geschmackssache. Wir haben unterschiedliche Geschmäcker jetzt hier. Ja? Also oft, guck mal, Weiermann-Mischung. Also man kann es häufig, also ich bilde mir ein, häufig rausschmecken. Wir wollen uns ja auch nicht mit den Schotten vergleichen oder sie imitieren, wir wollen ja was Eigenes machen. Ja. Und von dem her ist es ja eine ganz schöne Sache, wenn du es auch rausschmecken kannst. Das ist das, aber das gibt es immer wieder so diese Momente. Ich frage überall heute, frage ich dich auch, läutern oder nicht läutern? Was sollten wir tun und warum? Ja, das ist Philosophie. Genau, das ist Philosophie. Ich stecke meine Finger in diese Wunde heute rein. Ich kann dir sagen, bei Weiermann machen wir beides. Okay. Der Schwerpunkt liegt aber auf Ganzkornmalze. Ja, okay. Also nicht sehr, geläutert. Sehr gut. Okay. Ja. Gut, das passt zu eurer Philosophie sowieso, denn hier. Genau. Genau, du sagtest sogar 50% kommt denn durch Gerste dann dazu oder durch unser gemälzte Moment und 50% durch Fass. Ja. In Amerika würde ich sagen 80% Fass. Also von daher bist du. Deswegen, wir machen es ja auch anders als die Amerikaner, genauso anders wie die Schotten. So, es gibt etwas, was ihr macht auch Buchenrauch, nicht wahr? Richtig. Also Beech Smoked Barley. Genau, ganz klassisch für die fränkischen Biere, aber auch eine sehr gute aromatische Alternative zum Peated Malt im Whisky. Ja. Warum kein Torf? Das ist die Frage, die immer wieder gestellt werde. Jetzt habe ich unseren Experten. Torf hier. Ist bei uns in der Region nicht typisch. Ja, bei uns ist eben Buchenrauch sehr typisch, gerade durch die fränkischen Rauchbiere. Und wir haben eben auch durch viele Experimente auch sehr schöne Whisky-Aromen durch dieses Buchenrauchmalz produzieren können. Und von dem her sind wir da, weil wir eben nicht imitieren wollen, sondern was Eigenes kreieren wollen, haben wir uns darauf fokussiert. Genau. Wird es andere Holzrauchsorten geben? Also es gibt auch nicht nur Buche in dieser Welt. Es gibt nicht nur Buche, das ist halt eben der Klassiker bei uns aus Franken. Wir haben noch ein Weizenrauchmalz im Sortiment, das mit Eichenrauch verfeinert ist. Cool. Genau. Und eventuell kommen auch noch andere Hölzer dazu. Okay. Derzeit ist jetzt nichts, sage ich mal, marktreif. Nö. Die zwei Sorten haben wir. Aber ihr seid dran. Möglich wäre es, dass da neue Sachen kommen. Sehr, sehr gut. In Amerika haben wir auch den Mesquite, wir haben Scrub Oak, wir haben verschiedene andere Sorten, denn da, die benutzt wurden, war auch da. Wir haben keine Tradition in Amerika mit Torf. Mhm. Also von daher, aber bei Barbecue haben wir sehr viel Tradition und dort können wir es auch dann so machen. Was habe ich nicht angesprochen, was vielleicht du erwähnen möchtest wegen Malz, wo wir hier unser Malz-Experte haben? Was möchte ich erwähnen? Lass mich kurz überlegen. Alles gut. Wir haben schon einiges abgerissen. Wir haben nicht nur Gerste. Ich meine, Single Malt ist ja klassisch 100% Gerste. Ja. Ich persönlich bin ein großer Fan von Roggen. Ja, Rye Whiskey. Me too. Ich auch. Und da kann man sehr schöne Sachen draus machen. Wird meiner Meinung nach noch unterschätzt.
Pale Rye. Unser Malt. Helles Roggenmalz. Ja. Und wenn man darf das ich noch, gerne. Okay. Gerne. Was habt ihr noch Wenn man das wieder? Noch verfeinern möchte, haben wir unser Cara Rye. Mhm. Wenm man da so 10-20% nur bei der Schüttung dazu gibt. Ja, also ich liebe die Bierbrauer wie auch die Whisky, die zum ersten Mal mit Spezialmalz. Ja. Dann machen wir 100%. Also ja, es ist echt, die 100% Salz sind super. Das geht genau, nicht. Das wird nicht ganz hinhauen. Aber bei 5-10%. Also damit will man auch... Anders. Wahnsinn. Ja. Und da habe ich wirklich diese karamalzigen Momente hier. Auf jeden Fall. Und der Roggen an sich macht das Ganze schon vom Mundgefühl einfach sämiger, cremiger. Ja. Das merkt man dann auch im fertigen Whisky. Und deswegen ist Roggen eine sehr schöne Sache. Sehr, sehr gut. Also gemälzte Roggen gibt manchmal ein bisschen Mokka-Momente. Ja, hat der ungemälzte Roggen auch den, was er auch mit anbietet, oder nur gemälzt? Wir bieten ausschließlich vermälzte Getreide an, weil wir ja eben eine Mälzerei sind. Ja, genau. Ah, ergibt Sinn, ergibt Sinn. Das ist sehr, sehr schön. Ja. Schön, schön. Und von euren Produkten hier, euer Double Wood, euer Triple Wood und der letzte die Nummer 5. Der Nummer 5. Was genau. ist dein Liebling? Mein Liebling ist der Triple Cask. Okay, sehr, sehr gut. Also unser jüngstes Mitglied in der Whisky-Familie hat auch Gold gewonnen, beziehungsweise... An sich werden alle Whiskys bei uns prämiert. Es ist immer eine limitierte Geschichte. Jedes Jahr kommt ein neuer Whisky dazu. Ja. Wir sind eine sehr kleine Brennerei, deswegen haben wir Chargen von 800 bis 900 Flaschen pro Whisky. Ja. Und Triple Cask heißt tatsächlich drei Fässer nur. Zweimal Ex-Bourbon und einmal... Was war das für einmal Ex-Isla, aber Zweitbelegung. Genau, ja, genau. Wo ich dachte, Triple Cask heißt normalerweise nämlich drei verschiedene Fässer, aber zweimal gleich und einmal ein Isla dazu. Es waren aber zwei verschiedene Eichenfässer. Ja, okay, genau. Das wusste ich nicht. Okay, deshalb, weil ich las nur und dachte, das ist so irgendwie. Also es waren zwei verschiedene Eichenfässer, beides europäische Eiche, aber aus unterschiedlichen Ländern und unterschiedliche... Cool. Fässer, die man dann eben zusammengemixt hat. Super, dann habe ich eure Pressemitteilung nicht so gut gelesen. Kein Thema, ich erkläre es dir gerne nochmal. Sehr gut, Max, es war echt eine Freude, ein bisschen tiefer in diesem Thema Gerste hier einzusteigen und einfach mal zu sehen, denn das ist unsere Basis hier für unser Whisky. Auf jeden Fall. Und in Amerika sogar ist es so, dass die Landwirtschaftskammer Whisky sponsern und unterstützen, was ein landwirtschaftliches Produkt ist. Deutschland kenne ich das weniger, aber in Amerika ist es so sehr oft. Und deshalb, wir vergessen auch, hey, liebe Bauern da draußen, danke dafür, dass es möglich macht, dass wir Whisky haben. Ja? Auf jeden Fall, großen Dank dafür. Alles Gute euch, bis dahin, ciao. Danke dir, ciao.